So, hey Leute und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. In dem Video geht es eigentlich heute darum, ich habe glaube ich noch keinen Langzeittest von dem Photon gemacht. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Einen Moment, Kamera steht irgendwie ein bisschen schief. So, jetzt ist besser. Und da dachte ich, jetzt fange ich einfach mal an. Aus dem einfachen Grund passt das eher ganz gut. Jetzt gerade, weil der Drucker einfach so keinen Bock mehr hat. Ich glaube, den Drucker habe ich jetzt 7 Monate. Bis jetzt war ich eigentlich sehr zufrieden, aber dann fing er langsam an, kleine Sachen zu tun. Und zwar, wie gesagt, das hier ist immer noch alles hier, der Kopf ist absolut stabil, die Platte ist absolut stabil, zerkratzt habe ich sie auch noch nicht, oder ich habe sie auch nicht zerkratzen müssen. Das haben ja manche gemacht, die haben es ja angeschliffen, damit die Druckteile endlich mal halten, wo ich denke, okay. Okay, kann man machen, klar, warum auch nicht, aber ich habe es bis jetzt noch nicht machen müssen. Wozu auch? Weil mit meinen Einstellungen, die ich auch aufgenommen habe, ich weiß nur noch nicht, ob dieses Video oder das mit der Shito-Box endlich, wo ich alles genau erkläre, Leute, müsst ihr da mal schauen in der Playlist. Ja, es ist, ob das dann zuerst kommt, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall mit den Einstellungen, die ich habe, hat das immer alles super funktioniert zu 99%. Ich hatte mal so kleine Fehler drin, ja, aber das war dann mein Eigenverschulden, weil ich nicht bedacht habe, wie schwer dann das Modell wurde oder. Und also alles super. Auch dass das Resin irgendwie immer direkt rausgenommen werden müsste und dann wieder gefiltert werden muss und. Wie gesagt, mein Resin bleibt da manchmal eine Woche bis auf 2 Wochen auch drin, wenn ich mal lange nichts hier für den Drucker habe, weil eben der Druckraum so klein ist und ich dann doch eher meinen Prusa nehme. Und damit mein Prusa zurzeit auch Modelle sehr, sehr schön werden. Ich kann ja mal kurz eines reinhalten, weil ich bin zurzeit ein bisschen am Hantieren. Das ist von Malix Design. Das wird dann später mal der 300, ja, der Leonidas. Hier ist noch nicht festgeklebt. Aber wie gesagt, es hat zwar mit dem Photon gerade nichts zu tun, aber ich hoffe, ihr seht's. Ja, also Qualität ist auf jeden Fall hierbei gerade gegeben. Läuft astrein. Ohne große Probleme. Und deswegen benutze ich den, wenn ich einen größeren Baum hätte. Daher bin ich eigentlich sehr, sehr. Also, ich spare eher gesagt jetzt gerade auf einen Frozen. Wie gesagt, ihr könnt das gerne unterstützen, Leute. Mal so am Rande, wenn ihr immer mal alle auf die Werbung klickt in jedem Video, wenn ihr euch eins anschaut. Würde etwas für mich abfallen und dann komme ich dem Schritt näher, um euch einen Frozen zu präsentieren. Denn ich habe den Frozen Transform, der ganz neue, der 2020 im, ich denke mal, März ankommt erst, weil der wird zwischen Januar und März verschickt. Und auf den habe ich es halt abgesehen und das Ding reizt mich halt hardcore und den möchte ich auch eher haben, weil da weiß ich auch, wo Qualität dahinter steckt. Natürlich könnte man auch einen Prusa nehmen, aber wenn ich denke, dass ein Prusa mit dieser kleinen Fläche wieder, auch wenn ich weiß, dass es ein Prusa ist, eine Prusa eine tolle Marke ist, eine Qualitativmarke, aber auch 1,7 kostet, glaube ich, ja, und der neue Frozen, der wirklich Transform, googelt mal, ist ein Riesenteil, ist echt super ausgestattet, muss man sagen. Und die Qualität davon spricht für sich auch mit 4K-Bildschirm und allem drum und dran, kostet dann quasi dasselbe. Ja, dann ist doch klar, was ich da eher nehmen würde, ne? Aber das dauert noch ein bisschen, Leute. Aber jetzt nochmal zurück zum Foto natürlich. Wie gesagt, Resin bleibt drinne. Ich mische die Resin, ob Allego Mars, Anycubic oder Flex Resin von Enophyll oder wie heißen die? Encophyll? Ich weiß es nicht ganz. Irgendwie von so einer Marke, ja. Gebe ich auch rein, ist alles scheißegal. Bleibt da drinne, klebt nichts fest, kann ich weiterdrucken, ohne Probleme. Nur wenn ein Modell wirklich kacke wird, dass ich sehe, dass es festgeklebt ist, ja, dann klar, dann filter ich alles raus und mach's nochmal neu. Dann hat er aber angefangen, mir zu zeigen, dass der originale USB-Stick irgendwie einen Fehler hat auf einmal, wo ich denke, ja, alles klar. Dann sollte ich Firmware-Updates machen. Firmware und so, sowas habe ich dann gemacht. Dann habe ich einen anderen USB-Stick genommen, der funktioniert. Mal ja, mal nein. Dann kommt der beste Trick. Und dafür wird es jetzt ein bisschen lauter, weil ich mache das jetzt einfach mal als Test für euch. Denn jetzt kommt was ganz Witziges. So, den Lüfter hört ihr jetzt natürlich. Wir gehen auf Print. Ich sage, ich will mein neuestes Modell printen. Und jetzt zeige ich es euch einmal kurz. Einen Moment, ich versuche mal ein bisschen näher zu gehen.
So. Keine Sorge, ihr werdet nicht viel sehen. Der fährt jetzt gerade mit dem Schlitten nach unten. Bis er drin ist. Und wenn er unten ist, wisst ihr ja selber, piepst das Teil dann. Aber keine Sorge, ich mache das gleich direkt wieder aus. Ich will euch nur mal was zeigen. Ah, er ist jetzt gleich fast unten. Und jetzt müsste er ja gleich hier anzeigen, dass das Ganze, also der quasi der Boden wird jetzt belichtet. So, jetzt fährt er in die Suppe rein. Piept. So, passt auf. Jetzt fängt er an und belichtet ja eigentlich. Jetzt macht er gleich eine ganz kuriose Sache auf jeden Fall. Denn er hat irgendwann einfach keinen Bock mehr und geht einfach aus. Und dann geht er wieder an und wieder aus und wieder an und wieder aus. Und laut Recherche ist da das Mainboard hinüber. Nur ein Mainboard kostet 140 Euro und der Drucker kostet gerade mal neu 250. Also irgendwo ist ja die Relation nicht ganz richtig, glaube ich. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, irgendeine Scheiße ständig da ausbessern zu müssen oder. Ich bin sehr zufrieden an sich von der Qualität, aber vom Produkt selber ist es einfach wieder. So, er stoppt. Da war's. Er fährt. Nicht mehr nach oben, nach unten. Und das war's für ihn. Ja, deswegen, ich fahre den nur mal kurz noch mal hoch, weil ich muss den gleich noch sauber machen. Und ja, das ist das große Ganze. Mehr tut er eigentlich nicht mehr. Wenn ich das 5, 6 Mal hintereinander mache, dann schafft das noch mal einen Druck zu machen. Und dann sehen aber auch die Drucke wieder völlig okay aus. Hier. Als Beispiel. Oh, wartet. Ich mache mal ein bisschen weiter weg die Cam wieder. Ja, also absolut top. Astreine Qualität wieder. Super. Aber das kann es nicht sein, dass ich ständig da hantieren muss. Da habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock zu. Und das Mainboard ausbauen finde ich auch echt tricky dafür, dass man hier das ganze Gehäuse, also man muss einmal das komplette Gehäuse hier auseinandernehmen dafür. Und ja, das weiß ich noch nicht, ob ich dazu wirklich Lust habe. Daher weiß ich noch nicht, ob weitere Videos vom Photon dann kommen werden oder nicht. Wie gesagt, alle Erklärungen oder Videos kann ich gerne machen für euch, das ist ja gar kein Problem. Aber dass ich da viel Druck oder zeigen werden kann, weiß ich nicht. Wenn die mir ein neues Mainboard schicken, werde ich es auseinanderbauen, mal draufbauen, wieder alles und das Ding anschmeißen. Aber wenn der jetzt nur noch so hinüber ist, dann verkaufe ich den einfach nur noch als Bastler-Ding oder so und fertig ab. Weil macht für mich keinen Sinn leider, ne? Wenn das so nicht funktioniert und der immer nur abstürzt. Ich weiß nicht, wie viele USB-Sticks ich noch, weil da kamen schon Tipps mit einem anderen USB-Stick, aber ich weiß langsam nicht, welche Marke ich noch benutzen soll, wenn ich schon 6 Stück verschiedene versucht habe. Und alle wollen nicht. Ich weiß, hinten auf der Platine Lötstellen, aber ganz ehrlich, das ist ja nicht meine Aufgabe genau genommen, ne? Ich habe ein Produkt gekauft in der Firma. Ja, die habe ich zum Beispiel gekauft bei 3D Prima. Ja, und jetzt habe ich die angeschrieben, aber leider waren die jetzt auf der Formnext. Gut, da war ich auch noch. Da werde ich noch ein Video zu machen. Und ja, was soll ich jetzt dazu sagen, Leute, ne? Ich hoffe immer, dass die mir einen Ersatz geben oder sonst irgendwas, ne? Weil sonst ist das auch ein sehr schlechter Support an sich. Aber ich glaube wohl kaum. Ich werde jetzt mal abwarten und werde euch berichten dann, wie es läuft. Aber die haben ja auch ganz viele neue Drucker dazu bekommen und auf der Messe bekommst du jetzt auch Rabatte. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Zwar glaube ich nur für eine bestimmte Marke, aber na gut, ist ja auch egal. Und ja, dann werde ich mal schauen, was mit dem Photon so im Endeffekt noch läuft, groß. Ich hoffe ja, dass er danach wieder erstmal läuft oder gut läuft, so lange zumindest, bis ich den auch weggeben kann für ein paar Euro, um mir dann den Frozen zu holen im Endeffekt. Wenn der erstmal raus ist, schaue ich mir zwar noch ein paar Tests an vom Frozen, ansonsten gehe ich mir den Shuffle holen. Weiß ich aber noch nicht, weil der XL Shuffle hat halt keine 4K leider. Und den Unterschied habe ich auf der Messe in 4K oder 2K absolut gesehen. Mit wie viel der hier läuft, muss ich ehrlich jetzt lügen, wüsste ich es nicht mehr, aber ich glaube maximal auch mit 2K, wenn überhaupt. Oder mit 1080 sogar nur. Und sage ich mal, der Unterschied ist enorm. Ich habe es gesehen bei einem 4K-Bit-Display. Es ist boah, ein Riesenunterschied. Es ist mega geil, Leute.
Und ja, das ist der Stand der Dinge von meinem Drucker. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit wieder. Ich wollte euch nur mal Stand der Dinge geben, wie das so mit einem Drucker manchmal ist und wie das vor allen Dingen bei so einem Photon ist. Andere haben bestimmt mehr Glück, manche haben sogar noch weniger Glück. Da bei denen war schon nach den ersten 2 oder 3 Wochen irgendwas kaputt. Meiner hat jetzt ziemlich lange gehalten, sogar 7 Monate anscheinend. Und jetzt gucke ich mal, dass ich da Ersatzteile für bekomme. Eigentlich als Garantiefall, würde ich sagen, behaupten. Und ja, dann kann ich das austauschen und hoffe, dass der dann wieder erstmal frei, einwandfrei läuft, bis ich mir nächstes Jahr dann den Vorhausen hole. Und dann habe ich einen Teil da stehen, Leute, das mehr als geil und zuverlässig läuft und vor allen Dingen Riesendrucke hinbekommt. Ich glaube, die Druckfläche, lasst mich lügen, ist 30 mal 17 mal 40. Das ist ein Riesenteil. Das Teil war echt riesig, aber es ist echt schön gewesen, das zu sehen live und was der da rausgebracht hat. Oh mein Gott, Leute. Dazu kommt aber noch mein Video. Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, haut rein und viel Spaß bei euren Druckern.